Und oben Max Dampfs haben wir zu 100% erledigt. So. Dann geht's weiter. Lisa, Ravik, Stranglerlager. Das Stranglerlager, wo ist denn das? Ist das oben? Nee, ist Antenne? Keine Ahnung. Wo ist denn das Stranglerlager? Das ist ja auch nicht der Bunker, sondern ich bin ja im Grunde beim Bunker. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ich heiße Lisa, ich bin die Anführerin des Stranglerlagers. Mehr musst du vorerst nicht wissen. Ja, sehr nett. Ich kenne dich nicht. Und wir Mutanten sind Fremden gegenüber nicht sehr aufgeschlossen. Verständlich. Ich habe von Mila Run und dem Max Dumps gehört, dass du kochen kannst und gerne handeln würdest. Wir müssen die Strahlung in unserer Siedlung erhöhen. Wenn sie zu schwach wird, beschweren sich die Einwohner über Kopfschmerzen und Kraftlosigkeit. Bereite ein paar Gerichte mit hohem Strahlungspegel für uns vor, zu. Wenn die Strahlung in unserem Lager hoch genug ist, helfen wir dir bei der Reparatur des Funkgeräts. Also, Hauptquest: Atomenergie. Lisa, die Anführung des Strangler-Lagers, hat Kontakt zu mir aufgenommen. Offenbar wohnen in ihrer Siedlung nur Mutanten. Sie trauen mir. Ach so, da oben ist das Strangler-Lager, oben links. Sie trauen mir nicht. Vielleicht sollte ich mit ihrem Ihnen mit Ihrem Strahlungsproblem helfen, damit Sie operativer werden. Ich muss Ihnen ein paar Gerichte zubereiten, die den Strahlungspegel auf 13 erhöhen. Erhöhe den Strahlungspegel des Strangler-Lagers auf 13 oder mehr. So, Thermalsicht, Rezepte des Strangler-Lagers. Gut, das wäre die Belohnung. Das heißt, dann kann ich wirklich durch den Ofen wieder schauen. Ja, hole jetzt schon erstmal nichts, ne? Machen wir erstmal weiter, also Spaß gerade mal. So, also rein mit der Mission des Strangler-Lagers. Da müssen wir jetzt gucken. Das hier ist, glaube ich, das Strahlungsniveau da unten, ne? Und er muss ja auf 13 oder mehr erhöht werden. Die Frage ist halt, was haben wir dann davon, ne? Zum Beispiel die Pilzsuppe wäre durchaus was. Steht da irgendwie was, was ich machen müsste? Eigentlich nicht, sondern auf 13 oder mehr erhöhen. Und wenn wir nach den Rezepten gehen, haben wir nicht viele, die höher sind. Also hier Ratte am Spieß hätten wir. Hier hätten wir eine Rattenschaschlik. Pilzsuppe. Haben wir den Karpfen mit Kartoffeln und Pilzen. Könnten wir anfangen mit die Bratkartoffeln, warten wir erstmal. Ja, zum Beispiel Karpfen am Spieß könnten wir machen. So. Also erstmal Karpfen am Spieß. Kann ich das eigentlich abrufen hier? Wie viel ich da brauche oder so? Ja, weniger. Immer auf. Nee. Warte mal, Perks. Die habe ich sogar alle aktiviert hier, ne? Ich sehe das jetzt hier nicht, aber okay. Probieren wir es einfach mal mit dem Karpfen aus, ne? So, ich brauche einen radioaktiven Karpfen, 450 Gramm. So, den würze ich mit Minze. 10 Gramm. Dann wird zu einer Schüssel hinzugefügt. Kaktusöl 10. Senf 5. Zu guter Letzt und den Kaktussaft mit 5. So, dann träufeln in die Mischung. Oh, das sieht lecker aus. Der radioaktive Karpfen. So, ich komme auf seinen Spieß. So, 60 Sekunden lang grillen.
Also das wäre jetzt mal das erste von denen hier. So, den klären wir jetzt mal wieder. Ups. Sieht lecker aus hier drin. So, was könnten wir dann jetzt machen als zweites Gericht? Wir könnten die Ratte am Spieß machen. Die binden wir jetzt auch an. Dann tun wir dahin. Teller nehmen wir schon mal. So, Rattenfleisch nehmen wir schon mal. 250 Gramm natürlich. Es ist eine Keule quasi wieder. Dann muss ich das auch darauf vorbereiten, ne? Aber den tun wir schon mal hinten drauf dann. Zack. Leckerer Karpfen. So, das wäre dann erhöht auf 10. So. Also das wäre erhöht auf 10. So, jetzt schon mal gucken, wenn wir die Ratte machen. Brauchen wir ja den Pomelo-Saft. 10 Milliliter. Wieder Kaktusöl. Und die Barbecue-Soße. So, dann Träufel natürlich. Sieht wohl sehr lecker aus. Dann kommt er auch auf den Spieß. So. Dann ich werde 90 Sekunden lang und dann haben wir hinten noch Paprikaschote. Genau 90 Gramm. Hier haben wir natürlich auch noch eine liegen. Das sind 144 sogar noch. So, vielleicht. Das sind jetzt 98. Dann kommen die jetzt mal weg. Passt schon in 30 Gramm große Stücke. So. Passt doch schon. Sieht nice aus. Kommen dann hinterher auch auf den Teller und werden kühl serviert. So, mit dem schönen Rattenspieß gleich. Dann schauen wir mal, wie viel da erhöht ist der Pegel. Ich glaube aber, ich muss noch ein Gericht machen. Können wir uns schon mal anschauen. Vielleicht wäre dann hier die grüne Pilzsuppe nochmal angedacht. Aber die habe ich ja sogar noch. Ne? Das ist nämlich die hier in der Mitte. So, die können wir natürlich ein bisschen erhitzen erst. Und das sollte den Strahlungspegel eigentlich schon erhöhen. Dann. Also bei 14 liegen wir und hier bei 13 jeweils, ne? Zack, Ratte am Spieß ist fertig. So, jetzt sind wir bei 12. Brauchen wir noch einen einzigen Prozent. Und den können wir vielleicht dann jetzt abschöpfen. Ron und Teller vorerst. So, Teller natürlich. Das hat genau gepasst mit dem Kopf dann, wa? So. Auf 14 erhöht. Das heißt, es sieht gut aus. Jetzt können wir natürlich die Suppe einmal wegschütten. Ist ja eh nicht mehr viel drin gewesen, ne?
So, also, dann wäre der Tag im Grunde vorbei. So, gut, auch wir kommen ja schon Kohle. 1056 Dollar, das ist schon nicht mal so schlecht. So, und wir haben sogar alles mit 5 Sternen jetzt. Das ist ja jetzt Wahnsinn. Wir haben alles nach, ja, also alles perfekt erfüllt, bis auf Ratte am Spieß hier ein bisschen, aber das ist normal. Mega. Du hast dich ganz gut geschlagen. Das hätte ich von irgendeinem da dahergelaufenen Koch nicht erwartet. Wie dem auch sei, du hast uns einen Gefallen getan und wir stehen zu unserem Wort. Nimm diese Rezepte als Belohnung. Sie werden dir bei den nächsten Aufgaben nützlich sein. Atomenergie. Der Strahlungspegel wurde erhöht. Lisa scheint mir jetzt mehr zu trauen, aber sie ist immer noch vorsichtig. Also, wir haben jetzt Thermalsicht, das heißt, wir können wieder von außen sehen, ob das Essen gut ist im Ofen oder nicht. Dann haben wir einen Strahlungsburger, ein Gürteltier Stronganoff, dann ein Gemüsesalat, ein Monster-Ratatouille. Und ein Ratteneintopf. Leute, also hier geht's los. Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Ich weiß, dass du zu deiner Familie zurück willst. Und dafür brauchst du Ersatzteile, um das Funkgerät in der alten Sendestation zu reparieren. Zufälligerweise weiß ich, wie du an ein funktionierendes Netzteil kommen könntest. Aber natürlich gibt es nichts umsonst. Na toll. Mein Bruder Tim hat seit seiner Mutation eine einzigartige Fähigkeit. Er isst nur eine Mahlzeit im Jahr und kann dann für die nächsten 365 Tage nichts mehr zu sich nehmen. Vor kurzem erwähnte er, dass er wieder hungrig sei. Ich möchte, dass er sein Essen diesmal so richtig genießt. Bereite ihm ein besonderes Gericht zu, einen Strahlungsburger. Du solltest dein Bestes geben. Die Qualität des Gerichts muss tipptopp sein. Okay, oh Scheißdreck, ey. Meine Fresse, ey. Muss ja richtig gut sein. Also, einmal im Jahr. Lisa weiß genau, was ich brauche und was ich vorhabe. Ich weiß zwar nicht, woher sie ihre Informationen bekommt, aber ich sollte mich mit ihr lieber gut stellen. Sie hat mich gebeten, ein besonderes Gericht zuzubereiten. Ein Strahlungsburger. Ihr Burger kann nur einmal im Jahr, ihr Bruder kann nur einmal im Jahr etwas essen. Ich sollte also mein Bestes geben. Anforderungen an das Rezept. Strahlungsburger 4 Sterne. So, Belohnung vergrößertes Magazin Rezepte des Strangler, des Stelderlagers. Ja, Spezial, das lassen wir natürlich weg jetzt. Das kümmert uns nicht. Wir wollen an der Hauptstory weiterarbeiten. Ne? Also muss ich jetzt einen Strahlungsburger machen? Ja. Strahlungsburger, der ist hier. 21 sogar und oh Gott. Jesus. Ha, Leute, also neue Herausforderungen hatte ich so auch noch nicht. So, speichern wir das jetzt aber wirklich mal ab. Und ja, kann ich ja unter meinen nehmen hier von den Germany Games, ne? Der ist mir eh durch. So, hat er das jetzt auch so drin? Ja, mit dem Shelter, perfekt. Ja, also zu einer Pfanne hinzugeben. Salzige Butter 100 Gramm. Das machen wir auch. Recht entspannt, hoffentlich. So, dann muss ich die braten. Wird nämlich jetzt schmilzen. Aber wird es jetzt weniger? Dann brauche ich ein Monsterei.
Monster ein. Dann steht da irgendwie, dass ich das in die Pfanne schlagen muss. Keine Ahnung, wie das geht. Ach so, E ist aufschlagen. So. Ich monster Ei. 30 Sekunden lang braten. In eine Pfanne. Warte mal. In eine neue. Dann in eine neue Pfanne geben. Dosenfleisch. Ich habe nur eine Pfanne. Mann, ich brauche eine neue Pfanne oder was? Verschiedenes. Pfanne, 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 Pfanne. Alte Stahlpfanne. So. Bitte vorbeibringen. Ach, sogar das. Mein Gott. Das sogar das Ding da oben fallen lassen. So. Monster-Ei-Ummischung jetzt durch das, was ich geholt habe. Sieht nicht gut aus. Wie gesagt, wir können es vielleicht schaffen beim ersten Mal. Ansonsten machen wir einen zweiten Versuch. So, dann brauche ich genau der ist da. Und mal die nächste Pfanne. Und hier kommt jetzt das Dosenfleisch drauf, aber nur 100 mit Dosenfleisch mehr. Dosenfleisch muss bestellt werden. Gott, ey, da brauche ich echt viel. So, ich brauche jetzt Dosenfleisch. Ja, ich bestelle das, glaube ich, einzeln. Ich mach das in Ruhe. So. Dosenfleisch erstmal. Dann können wir jetzt gucken, haben wir Rapsöl schon oder noch nicht? Könnte aber vielleicht sein, dass wir das haben. Da haben wir tatsächlich Rapsöl. So, zu einer Schüssel hinzugeben. Rapsöl 5. So, jetzt haben wir schon mal Rapsöl. Dann Essig 5. Könnten wir auch schon haben. Essig. Glaube ich so noch nicht da stehen. Dann glaube ich was anderes, genau. So, auch wieder 5. Dann bekommen wir Senf dazu, 5. Das wird jetzt schwierig. 5. Dann Räucheraroma, 5. Das ist, glaube ich, normale Gewürze hier. Da. So, das ist Räucheraroma. Dann untere Brötchenhälfte nehmen. Burgerbrötchenhälfte. Haben wir die schon bekommen? Nee. Könnte die sein oder ich muss die kaufen. Ah ne, guck mal. Das ist die untere Burgerbrötchenhälfte. So, zack. Dann muss ich Träufel in Mischung 15 ml. Dann stellen wir das jetzt um auf 5 wieder. So. Kommt da alles drauf. Sehr gut. Dann haben wir, also die Mischung haben wir. Dann zum Backblech die obere Burgerbrötchenhälfte und die untere nehme. Jetzt brauchen wir die obere, genau, und die untere. Das so machen, glaube ich. Oh, nee. Nee,
Hallo. So. Und die auch. Aber das soll aber eigentlich nicht so sein, weißt du? Warum macht er das immer direkt drauf? So vielleicht. Okay. Dann lassen wir das vielleicht so. So, dann muss ich die 30 Sekunden lang backen erstmal. So, da haben wir nämlich die schöne Thermalsicht. Und dann auf den Teller geben. Wird lustig. Oh, da haben wir sogar noch einen Teller Basic gehabt. Mit dem mal die Ecke da. Den hier mal weg. So. Es ist interessant, ob ich das schaffe. Okay. Dann nehme ich das jetzt nicht an. Okay. Haben wir. Oh, schön durchgebrannt. So, nehmen wir das mal so dahin. Genau, das Dosenfleisch hatte ich jetzt noch nicht. Hier, das ist ja hier angereist. So, einmal das Dosenfleisch und davon brauchen wir jetzt aber nicht so viel, ne? So, weg damit. Das sind ja 500 Gramm. Ich brauche ja nur vom Dosenfleisch 100 Gramm. Warte mal, wie war das schon mal mit Central Steuerung irgendwie? Mal, wie war das schon mal? A und D umdrehen? Genau so war das. Könnte schon ausreichen. Oh ja, 104. Eine sehr gute Portion. So. Dann müssten wir so untere Burgerhälfte. So, untere Burgerhälfte. Oder auch nicht. Das muss ich irgendwie nur auf den Teller geben oder was? Okay, ja, auch gut vielleicht. So. Untere Burgerhälfte. Dosenfleisch. Oh Gott. Ja, das wird was. Dann haben wir grüne Pilze. 25 Gramm. Habe ich die vergessen zu schneiden, oder? Okay, grüne Pilze. 50 Gramm. Auch einmal. Dosenfleisch kommt mal weg. So. Also, das wird lustig. So, Pilze. Dann Käse 25 Gramm. Auch das habe ich noch nicht geschnitten. Das ist ja ein reines Fiasko mit dem Scheißburger. Hier sind nur 25, ne? Warum macht er das eigentlich immer so hin? So, das könnte vielleicht schon ausreichen. 14 sind das eher. Da muss ich noch ein bisschen mehr nehmen. Also wenn das ein Burger ist. Dann bin ich der Kaiser von China. So, ja, nochmal 11 Gramm, wird schon jetzt gehen. Dann Monster Ei und die obere Burgerhälfte. Jesus. Ich hab Burger. So, okay. Das ist mal Burger. Erfüllt nicht den Anforderungen. Ja. Naja, habe ich mir schon fast gedacht. Also, was ist das? Ey. Tja, krass. Aber ich muss es ja irgendwie so hinlegen, ne? Also, ich habe das erstmal glorreich verkackt jetzt. Vom ersten Mal. Hitzefehler, falsche Menge am Produkt. Zu kalt, zu.
Rosenfleisch zu kalt. Okay. Schabbat. Leck mich. Blub, 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 blub. Wir haben ja schon Kohle, ne? Ja. Ja. Okay. Also wir haben es jetzt einmal gemacht, einmal probiert, dass wir das eventuell besser managen jetzt. So. Mal gucken, das Dosenfleisch. Wann muss das denn zubereitet werden eigentlich? Ach so, da eine. F ich habe das Dosenfleisch vergessen zu braten, ne? Meine Fresse, Alter, die haben. Oh, die haben. Wahrscheinlich hätten die alle Durchfall bekommen und wären alle verreckt da. Ja. So. Gehen wir nochmal durch. Salzige Butter. Salzige Butter für die Mutter. So, da rein. Dann kommt das Monster-Ei schon mal daneben. So. Eigentlich hat das ganz gut funktioniert, bis auf, dass ich was beholen musste und das angebraten ist. Dann Dosenfleisch 100 Gramm kommt in die andere Pfanne. Woher weiß ich überhaupt, wie viel dann 100 Gramm ist, oder? Immer nur so ein bisschen abschätzen, oder? Schon 91. Okay. 91 mit 23 ist eigentlich schon zu viel wahrscheinlich. So, okay. Dosenfleisch kommt dann hier rein. Kann ich das eigentlich. Aha. Das. Sag mal, was soll denn das jetzt? Ich will's doch. Will's doch. Warte mal. Ah, okay, so können wir das machen. Ey, das wusste ich auch noch nicht. So können wir das Dosenfleisch da reinlegen. So, Pilzle. Immer noch ein bisschen zu viel. Was soll denn das, Mann? Machst du da nicht mit, oder was? So. Das 24 Gramm, das passt auch besser mit dem Pilz. Dann brauchen wir jetzt noch 25 Gramm Käse. Sind 17. Sind 27, aber ist okay. So, Käse. Käse. Aber wie gesagt, wie soll ich das hinkriegen mit den perfekten Dingens da, ne? So. Dann machen wir erstmal hier die Mixtur, ne? Da brauchen wir Rapsöl. Rapsöl, Essig, Senf. Und Räucheraroma 5. So, dann muss ich jetzt loslegen, die Sachen dort zu brutzeln, wa? So, also, dann haben wir Backblech. Achso, nee, warte mal, ich muss ja erstmal die untere Brötchenhälfte, die muss ich jetzt. Das ist ja ein Versuch jetzt, ne? Mann, Käse weg damit.
Brauche ich gerade nicht. So, die untere Brötchenhälfte, die muss jetzt beträufelt werden mit der Mixtur hier. So, dann muss die auf ein Backblech kommen und auch mit der oberen Hälfte durchgeputzt werden. So, machen wir jetzt schon nicht an. So, das Erste, was wir jetzt anmachen, ist das Dosenfleisch. Will gerade nicht. Okay, warte mal. Steht etwas schräg, dann kommst du hier vorne hin. Machen wir das hier vorne an mit der salzigen Butter. Und das Brot machen wir auch schon mal langsam an. Machen wir es mal kurz aus. Oh, Topf haben wir an. So, okay, dann schlagen wir das Ding jetzt auf und tun es da rein. Dann machen wir jetzt das Brot fertig. So, das Dosenfleisch ist jetzt fertig. Zack, Monster auch sofort. Die Brötchenhälften sind auch schon fertig. So, Monster ist gut. Und jetzt kommt das im Grunde alles drauf, ne? So, jetzt nehmen wir den Teller. Nehmen erstmal die untere Brötchenhälfte. So, dann kommt drauf das Dosenfleisch. Aber Moment. Das Dosenfleisch machen wir aber anders. Drehen wir es natürlich und lassen es hier fallen. Zack. So, dann kommt drauf grüne Pilze. Haben wir hier. Auch den, da wird es gedreht. Dann kommt es auch hier drauf. Wie gesagt, hoffentlich passt das. Dann haben wir einen Käse. Mit 25 Gramm. Und noch mal ein bisschen was. Wie gesagt, ich hoffe, es klappt. So. Okay. Käse, dann kommt das Monster-Ei. Und zu guter Letzt die obere Burgerhälfte. So, okay. Sieht zwar wieder alles auseinandergefallen aus, aber okay. Yes, wir haben's! Wie viele Sterne? Fünf sogar! Es gibt's nicht! Wir haben's perfekt hingekriegt. Der Strahlungsburger ist unser. Aber wirklich, Harakiri, guckt euch das Meisterwerk mal an. Ja. Gut. Der Strahlungsburger, den haben wir gebügelt. So, Toch beenden. 111 Euro bringt der. Aber wenn wir den öfter zubereitet hätten. Vor allem das drauflegen, ey. Das ist ja was. So, sieht ziemlich lecker aus. Ich hoffe, dass du damit
die Erwartung meines Bruders erfüllst. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde mich dafür entsprechend revanchieren. Ich glaube, ein vergrößertes Magazin für dein Gewehr wäre eine tolle Belohnung. Natürlich bekommst du auch noch ein paar Rezepte. So, einmal im Jahr. Ich habe einen qualitativ hochwertigen Strahlungsburger zubereitet. Ich hoffe, dass er Lisas Bruder schmeckt. So, jetzt haben wir hier tatsächlich eine Waffenaufwertung, pardon. Vergrößertes Magazin. Dann haben wir hier Rezept Monster Shakushka Ratte Yakitori, vegetarische Burger, radioaktive Fischsuppe, blaue Pilzsuppe und dann noch eine gebackene Shrimps mit Gemüse abholen. Da du den Strahlungspegel in der Siedlung erhöht hast, haben sich Produktivität und Wohlbefinden der Einwohner deutlich verbessert. Allerdings sind zwei Einwohner nach kurzfristiger Besserung wieder rückfällig geworden. Wie es aussieht, verlieren sie ihre gespeicherte Strahlung sehr schnell wieder. Ich habe gehört, diese Steinessenz hat konservierende Eigenschaften und ihre Lieblingsrezepte sind Ratta, Yakitori und radioaktive Fischsuppe. Muss ich die beiden zubereiten? Wenn du diese Gerichte für sie zubereitest, bekommst du ein Wechselstromgerät als Belohnung. Das sollte dir bei der Stromversorgung des Funkgeräts nützlich sein. Kann man überhaupt sehen? Leider kann ich da nicht sehen, wie viel Prozent ich habe, ne? In dem Lager, oder? Ne, irgendwie nicht. Schade. Okay, also Hauptquest. Wardusawein. Die Erhöhung des Strahlungspegels im Stellar-Lager hat den meisten Einwohnern geholfen. Allerdings haben zwei von ihnen Probleme, den Strahlungspegel in ihrem Körper zu halten. Ich muss Ratte, Yakitori und radioaktive Fischsuppe für sie zubereiten und bei beiden Gerichten eine Spezialzutat hinzufügen, Steinessenz. Also brauche ich die Steinessenz. Also Anforderungen an das Gericht Rezept Ratte, Yakitori, Produkt Steinessenz. Minimale Sterne 4 und Anforderungen an das Gericht Rezept radioaktive Fischsuppe, Produkt Steinessenz. Minimale Sterne 4. Akkumulator bekomme ich als Belohnung. Spezial, wie gesagt, lasse ich weg. Wenn es Geld bringt, steht drauf. So, Gewürze. Steht direkt, was ich brauche. Genau, die Steinessenz. Brauche ich allerdings zweimal, ne? Für die zwei Rezepte. So, also, dann würde ich mal sagen, kommt der Burger beiseite. Oh, Rezepte. Burger beiseite. Wir haben jetzt die radioaktive Fischsuppe. Wo ist sie denn? Das ist die hier. Genau, das ist die radioaktive Fischsuppe. Also, vielleicht, okay, kriegen wir schon hin. Hier haben wir noch die anderen Sachen rumfliegen, alles. Ich brauche das ja nochmal. Durchsortieren, oder? Die ganzen Einzelteile liegen hier echt rum. Wahnsinn. So, eine Zwiebel. 120 Gramm in vier Teile schneiden, in Viertel. So. Ja, kommen die da schon? Die kommen tatsächlich schon mal in einen Topf dann. Aber den hier, der ist natürlich leer. 1, 2, 3, 4. So, als nächstes nehmen wir eine Kartoffel. Nein, 38 Gramm. Aber eine, also auch quasi Viertel. Ja. Ein Stück ist zwar ein bisschen kürzer geraten, aber okay. So, Suppen sind ja eigentlich nicht immer das Schwierigste, sondern das Einfachste hier im Spiel. Ne? Und der Karpfen da rein, 120 Gramm. Also das. Das ist der letzte Karpfen, den wir haben. Was sauber schneiden jetzt vielleicht. Also 120 Gramm. Vielleicht. Kopf.
Das ist 51 Uhr. 51 plus 42, da sind wir auch noch nicht auf 120. Nehmen wir vielleicht noch mal ein bisschen Fischflosse mit. Okay, das ist bei 81. Müssen wir jetzt mal gucken, welche wir nehmen. Den tun wir schon mal nach oben. Wir haben 81 plus 43, das geht doch. So, dann kommt der Kopf nur weg. Die muss ich jetzt auch vierteln. Also einmal quasi den hier nochmal durch. Sägen und einmal den hier. So, das ist schön geviertelt. Und mal gucken, kommt das Auto rein? Ne, tatsächlich noch nicht. So, aber es kommt rein. Zwiebeln und Kartoffeln, die sind schon drin. Chili, ne, da kommt jetzt erstmal eine Bouillon rein mit 70 Milliliter. Das passt sehr gut. Also 700 Milliliter Bouillon. So, haben wir 712, das macht den Kohl nicht fett. So, eine Passata, 200 Milliliter. Haben wir soweit auch noch nicht. Dann haben wir Agavendicksaft. 50 Milliliter. Also hier haben wir wirklich allerlei Sachen rumstehen. Wahnsinn. Essig 50 Milliliter. Ein bisschen zu viel. Wie gesagt, dann haben wir jetzt Passata 200 Milliliter. Da haben wir sie. Große Flaschen. Meine Güte, echt. Ich umhau. Und den mal den Mixer auf die andere Seite. So, das haben wir. Rapsöl hatten wir jetzt, glaube auch schon. Nee, Rapsöl hatten wir noch nicht. So, Rapsöl. Dann haben wir Chiliflocken 20. Immer die neue Herausforderung mit neuen Gerichten, ne? Also das ist schon verrückt. Die Kartoffeln haben wir drin. 60 Sekunden lang kochen dann. So, wo hängen wir denn die Pfanne mal hin? Will ich hier aufhängen? Ja. Kann das da hinten eigentlich weg? Ne, kann nicht weg. Sind ja noch zwei Suppen, die wir eventuell einfach easygoing warm machen können. So, das müssen wir dann 60 Sekunden lang kochen und dann werden die Karpfen zum Topf hinzugefügt. Und in einem neuen. Jetzt brauchen wir noch einen neuen Topf oder was? Komm, wir das hier weg. Uff. Brauchen wir eh nicht mehr großartig. So, dann brauchen wir hier Wasser drin. Wasser drin und ein Monstrum-Ei. Aber das Ei darf nicht aufgeschlagen werden. Das kommt einfach so rein. 80 Sekunden lang kochen. Dann schäle das Ei. Jede Portion besteht aus Suppe 300, dann radioaktiver Karpfen 40, Zwiebeln 30, Kartoffeln 37, Monster 65. Boah, das ist heftig mit der Zusammenstellung. Aber wir brauchen auf jeden Fall so eine. So, dann werden wir mal kochen. Mal kurz mit dem Monster-Ei los, oder?
Genau. Dann können wir im Grunde schon auch die Suppe hier kochen. Und den Karpfen, den tun wir natürlich gleich hinzu. Warte mal, wie lange muss die kochen? 60 Sekunden lang und dann kommt der Karpfen hinzu, nochmal 60 Sekunden dann. Gucken, wenn die Zwiebeln und die Mischung vielleicht oben ist. Hat die Zwiebeln eigentlich eher weniger. Ich würde sagen jetzt. So. Den Karpfen mit drin. Dann haben wir hier das Monster-Ei jetzt. Beiden sind uninteressant. Aber wie schäle ich jetzt das Ei dann? Aufschlagen. Aber das Ei. Wie schäle ich das Ei jetzt? Schneiden, umdrehen. Ich will es ja nicht schneiden. Stellen wir das mal kurz auf Pause. Wie schäle ich jetzt das Monster ein? Warte mal, es gibt doch hier diese. Warte mal, wo komme ich da rein? Da. Tutorials. Aufheben. Fette Gewehr. Mach wählen. Da nichts drin oder was? Aufheben. Warum kann ich da nichts schälen? Oder ich weiß nicht, wie man schält. Ganz aufschlagen, werfen, erweiterte Steuerung, fallen lassen, aufschlagen. Mal Q. Also das ist komisch. Wieso kann ich nichts schälen? Oder ich muss es schneiden. 65 Gramm. Wie viel hat das Ei insgesamt? 100. Was dann? Man kann es natürlich nicht schneiden. Mann! Scheiße, wie kriege ich das jetzt geschält? Wenn ich das. Oder muss ich es aufschlagen? Ah! Okay. Und jetzt? 65 dann. 46. Ach so, das ist dann. Aha, okay. Wir kommen dann näher hin. So. Der Scheiß, das passt so im Grunde. So, ein Karpfen kommt dann da rein gleich. Aber ich muss ja hier irgendwie nichts mischen, ne? Großartig. Ich muss nichts mischen. Oh, shitter, hinstellen, so. Karpfen kommt jetzt rein und die Suppe. Ja, ich bin gleich fertig nachher, Justin. Ich muss eben noch diese paar Sachen hier machen. So. Ich hoffe, dass das reicht. Im Grunde haben wir jetzt da alles drin, was die brauchen, ne? Achso, Zwiebeln 30.
Ram. Besser Kartoffel. Ist eine Zwiebel, okay, nehmen wir das mal so. So, eine Kartoffel kommt auch noch drauf. Okay, das sieht jetzt okay aus, oder? Ah, warte mal. Da fehlt noch was. Ja, okay, hier. Scheiße. Richtig verkackt. Warte mal. Mir fehlt natürlich noch die Steinessenz da, die wir da hatten. Haben wir noch gar nicht abgeholt, wa? Scheiße. Das ist nämlich die hier. Hau mal voll drauf hier. So, vielleicht haben wir sie das jetzt erfüllt. Nee. Also nicht rote Zwiebel nicht erwünscht. Geschmäcker? Nicht erwünscht. Hitzefehler, Hitzefehler. Warte mal. Vielleicht können wir da was dran modifizieren, wenn wir vielleicht die Zwiebel rausnehmen. Wie denn? Da haben wir sie. Vielleicht, wenn wir die draußen lassen. Ja, wir haben es. Also, die Zwiebel rausnehmen, dann hat das geholfen. So, und dann brauchen wir jetzt eine Ratayuki, wie auch immer. Räumen wir mal kurz auf hier. In unserem Bunker. Also, nehmen wir den schon mal und stellen den hier daneben, damit wir den nicht vergessen. So. Also, Rezepte. Die Ratte Yakitori ist der nächste. Wahrscheinlich genauso kompliziert war. Also, zu einem Topf hinzufügen. Also wieder. Ah, da können wir den diesmal nehmen. Da war eh nur Wasser drin. So. Zu einem Topf hinzufügen 20 Milliliter Bouillon. Mehr tatsächlich diesmal nicht. Oh ja. Sojasauce 20 Milliliter. Die müssen wir hier irgendwo haben nochmal, weil die werden dann erstmal hinzugefügt. Da haben wir sie. Bevor man die dann kauft. Also wenn man ein neues Rezept hat, dann kommen die erstmal so da rein. So, da stehen auch 20 Milliliter. Mein Gott, hier steht alles voll. So, dann Sonnenblumenöl 20. Aber man kommt ja noch nicht mal dazu, alles zu sortieren hier ordentlich, ne? Sonnenblumenöl bisschen zu viel, okay. Verschmerzen wir vielleicht. Dann haben wir Agavendicksaft wieder. Nee. Das ist der Kaktussaft. Haben wir ne? Und nur 10 von rein. Knoblauch 10. Ohne klein zu schneiden diesmal. Dann wird das gebraten. Dann dem Rattenfleisch. So, Rattenfleisch, gejagt ran. Zack. Teufel in Mischung 70 Milliliter. Ist dann ordentlich. Können wir die schon mal umstellen auf. So, 10 haben wir es schon mal umgestellt wieder. Okay, dann müssen wir die erst braten nur.
Ich guck mal, was der Knoblauch da macht, ne? So, kann man das überhaupt sehen, wie lange der dann braten? Eigentlich nicht, ne? Auf E probieren. Ja, okay. So, wir lassen den Knoblauch jetzt natürlich nicht anbrennen, ne? Oder? So, jetzt aus. So, dann haben wir nämlich genau die Milliliter. So, stellen jetzt die 70 Milliliter. Müssen alle auf die Ratte. Schon mal 20. Vierzig. 60 dann. Und 70. So, das kommt jetzt auch schon mal wieder hier drauf. So, dann brauche ich jetzt schneiden rote Zwiebel. Also rote Zwiebel, ein Stück in Viertel. In Viertel. Rattenfleisch in 50 Gramm Stücke schneiden. Das sind ja 250, also 5 Stücke muss ich rauskriegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Würde ich jetzt mal grob schätzen. 18, ja, okay. Nicht ganz gut und gleichmäßig gemacht. So, dann zu einem Spieß hinzufügen. Rattenfleisch und die roten Zwiebeln. So, das läuft nämlich dann immer so. Rattenfleisch, Zwiebel. Rattenfleisch, Zwiebel. Rattenfleisch. Oh, erlebe alle Mutanten gleichzeitig. Eine Population maximal, okay. Zwiebel. Oh. Produkt abnehmen, eh. Aber nur eine, gut. So, schupp. Nein. Die Zwiebel, da will ich haben. So. Das ist der Rattenfleisch. Sonst muss ich das noch 90 Sekunden lang grillen. Dann haben wir es hoffentlich. So, hier kann ich mal kurz ein bisschen was putzen. Reinigen so. So. Geht das überhaupt gleichmäßig an? Ja. Also, nicht unbedingt. So. Achso, das ist ja, haben wir jetzt weggemacht mit dem Mob. So. Hier, das sieht gut aus. Wenn wir jetzt nämlich die Steinessenz da oben drauf hauen. So. Das hier vielleicht ordentlich reinhauen. Die Zwiebeln, die werden haben natürlich ein Problemchen wieder mit dem Anbraten war. Naja, schön kross vielleicht. So, okay, warm servieren. Yes, sofort der erste Versuch. Super.
4 Sterne genau erreicht. Ja, die Technik von den Zwiebeln und von der Radar haben wir ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, aber okay. Wir haben 4 Sterne rausgequetscht, ne? So, perfekt. Dann beenden wir den Tag. Schließe das zweite Lager ab. Und das haben wir jetzt geschafft. Lager Nummer 2. Erledigt. Wir sind ja jetzt auch schon fast, ja, fast 3 Stunden dran. 2,50, ne, insgesamt für Lager 1 und 2. Gut. Denn dann schauen wir noch mal, wie es eben weitergeht. Und bevor wir dann in den nächsten Dock gehen, machen wir erstmal Ende hier. So. Also, Lisa Ravik. Riecht köstlich. Ich habe dich wohl falsch eingeschätzt. Du bist ein ausgezeichneter Koch für einen Normalo. Ja. Hier ist Wechselstromgerät. Ich hoffe, du kommst zu deiner Familie zurück. Viel Glück. So, Quest abgeschlossen. Die Strahlungsproblematik im Stellar-Lager sollte vollständig behoben sein. Sie haben mir auch ein weiteres Ersatzteil fürs Funkgerät gegeben. Ich bin zwar kein Freund des Stellar-Lagers geworden, aber zumindest tolerieren sie mich. Denke ich. Also. Strom, Gegenstand, Akkumulator.